Wie freu ich mich der Sommerwonne von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Hallöchen, meine lieben Literaturfreunde! Das heutige Gedicht stammt aus der Feder eines Mannes, dessen Namen vielleicht nicht so bekannt ist, der aber als Autor der ursprünglichen deutschen Nationalhymne das Lied der Deutschen gilt. Es handelt sich um August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der auch noch viele bekannte Kinderlieder geschrieben hat, wie zum Beispiel »Alle Vöglein sind schon da«, »Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald« oder »Ah, ah, ah, der Winter, der ist da«. Aber zu seinem Lebenslauf kommen wir dann nach dem folgenden Gedicht, das er nur 2 Jahre vor seinem Tod verfasst hatte. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. Wie freu ich mich der Sommerwonne, des frischen Grüns in Feld und Wald, wenn's lebt und webt im Glanz der Sonne und wenn's von allen Zweigen schallt. Ich möchte jedes Blümchen fragen, hast du nicht einen Gruß für mich? Ich möchte jedem Vogel sagen, sing, Vöglein, sing und freue dich. Die Welt ist mein, ich fühle es wieder. Wer wollte sich nicht ihrer freuen, wenn er durch frohe Frühlingslieder sich seine Jugend kann erneuen? Kein Sehnen zieht mich in die Ferne, kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz. Da, wo ich bin, da bin ich gerne, denn meine Heimat ist mein Herz. In diesem Gedicht kann man die Heimatverbundenheit von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben deutlich erkennen. Aus gutem Hause stammend, sein Vater Heinrich hatte es sogar bis zum Bürgermeister gebracht, genoss der junge August eine umfassende Ausbildung im Gymnasium in Helmstedt. Zu jener Zeit stand das Gebiet unter französischer Herrschaft und es galt das Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Allerdings nur bis zum Jahr 1812, als die napoleonischen Truppen bei ihrem Russlandfeldzug eine bittere Niederlage einstecken mussten. Als Folge davon entstand das monarchistisch geprägte Königreich Hannover. August widmete sich zunächst, etwas unmotiviert, einem Theologiestudium, fand seine Berufung dann aber in der Geschichte des klassischen Altertums sowie der Germanistik. Der Militärdienst blieb ihm aufgrund seines einflussreichen Vaters erspart. Nach jahrelanger Tätigkeit als Bibliothekar wurde er 1835 sogar zum Professor für deutsche Sprache und Literatur ernannt. Seine Gedichtsammlung Unpolitische Lieder stieß bei den preußischen Herrschern auf wenig Verständnis. Dazu kam noch sein nationalbewusstes Werk Lied der Deutschen, das er 1841 verfasst hatte. Dieses schrieb er damals als Reaktion auf die Ansprüche Frankreichs auf das Rheinland. Fazit: 1842 wurden ihm seine Professur und die Staatsbürgerschaft entzogen. Und zur Strafe strich man ihm auch noch seinen Pensionsanspruch. Derart seiner Existenz beraubt, musste er verstoßen durch die Lande ziehen. Als Kuhhirte getarnt, fand er in einem alten Rittergut Zuflucht und schuf hier seine bekanntesten Kinderlieder. Da sein Leben stets von der Liebe zur deutschen Sprache geprägt war, wehrte er sich gegen alle ausländischen Einflüsse. Erst 1849 durfte August Heinrich Hoffmann von Fallersleben in seine Heimat zurückkehren. Der Dichter verstarb schließlich im Alter von 75 Jahren auf Schloss Corvey in Deutschland. Der Nachwelt hinterließ er aber noch seine 6-bändige Autobiografie. Sein Traum von einem vereinten Deutschland erfüllte sich aber noch 1871, 3 Jahre vor seinem Tod,
als das Deutsche Reich unter Otto von Bismarck gegründet wurde.